Der Görlitzer Park ist einer der kriminalitätsbelastetsten Orte der Hauptstadt. Ein Brennpunkt, hunderte Straftaten jährlich, offener Drogenhandel, Raub- und Sexualstraftaten, Revierkämpfe zwischen den rivalisierenden Dealern. Die Grünanlage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und die angrenzenden Straßen sind schon seit Jahren fest in der Hand von Drogendealern. Wir wollen uns ein Bild von der dortigen Situation machen und das ist nicht ganz leicht. Der rund 140.000 Quadratmeter große Park ist von einer Mauer umgeben und kann nur über die offiziellen Ein- und Ausgänge betreten oder verlassen werden. Unser Fokus liegt auf der Dokumentation der organisierten Dealerstrukturen. Hunderte sind hier in den Drogenhandel involviert. Der Park selbst bildet lediglich das Zentrum. Längst haben sich die Dealergruppen weit in die angrenzenden Straßen ausgedehnt. Zwischen den vielen Passanten sind sie nur schwer auszumachen. Der Drogendeal selbst dauert nur wenige Sekunden. Ein paar hundert Meter vom Park entfernt beginnt die eigentliche Dealerroute. Vom Görlitzer Bahnhof ausgehend erstreckt sich hier die wohl größte Drogenverkaufsfläche Deutschlands. Der Bereich ist ein Touristenmagnet und das sind wohl in erster Linie die vielen Berlin-Besucher, die sich hier mit Drogen eindecken wollen. Nachfrage und Angebot sind hoch, überall sind die Dealer aktiv. Revierstreitigkeiten bleiben da nicht aus. Gerade der Handel an den hochfrequentierten Eingängen zum Park ist besonders lukrativ und ebenso hart umkämpft. Im Streit um die besten Verkaufsplätze kommt es fast täglich zu Gewalt und körperlichen Auseinandersetzungen. Doch die Gegend um den Görlitzer Park ist keinesfalls eine No-Go-Area. Die Polizei ist ständig präsent und immer gerade irgendwo im Einsatz. Doch in Anbetracht der vielen Dealer sind ihre Maßnahmen oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Diesen Bereich halbwegs unter Kontrolle zu halten, ist mehr als schwierig. Die Dealer sind in Gruppen organisiert, agieren arbeitsteilig. Die Aufpasser, von der Polizei Blickwachen genannt, sichern die Verkäufer ab. Entweder sind sie auf Fahrrädern unterwegs, patrouillieren durch den Park und die Straßen oder bewachen fest positioniert einen der Verkaufshotspots. Sie sind sehr wachsam und deshalb bleibt man nicht lange unbemerkt, wenn man die Dealer vom Görlitzer Park mit der Kamera observieren will. Die einzige Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, besteht nur vom Seitenbalkon eines anliegenden Hochhauses. Doch auch hier bleiben uns nur wenige Minuten, bis die Aufpasser unsere Kamera registrieren werden. Das ist klar. Direkt vor uns eine Dealergruppe auf einem der Spielplätze. Überall entdeckt man Verkäufer und Aufpasser. Als plötzlich ein Einsatzfahrzeug der Polizei durch den Park fährt, wird deutlich, wie viele Personen hier in nur einem kleinen Teil der Anlage agieren. Die aufgeschreckte Dealergruppe, die einen der vorderen Verkaufsplätze eingenommen hatte, stürmt förmlich aus dem Park. Doch außer Reichweite sammeln sie sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und warten einfach nur ab. Als die Polizei weit genug entfernt ist, nehmen alle wieder ihre Positionen ein. Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, mehrmals am Tag, doch ohne nachhaltige Auswirkungen. Für einen kurzen Moment kommt lediglich etwas Unruhe auf. Und auch wir werden auf dem Seitenbalkon von den Aufpassern entdeckt. Damit endet die kurze Observation. Die eigentlichen Händler sind in bestimmten Abschnitten, an den Eingängen zum und im Görlitzer Park, sowie auf den Straßen aktiv und sprechen potenzielle Käufer direkt an. Das alles geschieht auf sehr engem Raum. Es sind so viele Dealer unterwegs, dass es häufig zum Streit um die Kunden kommt. Die Stimmung ist angespannt. Damit der Handel ohne Unterbrechung laufen kann, verwalten andere Angehörige der Gruppe die versteckten Lager. So werden die Verkäufer durchgehend versorgt. Die Dealer selbst tragen in den meisten Fällen nur geringe Mengen bei sich und legen sich in unmittelbarer Nähe ihrer Verkaufsplätze kleine Bunker an. Eine funktionierende Logistik ist für den reibungslosen Ablauf sehr wichtig. Die Versorgungskette soll auf keinen Fall unterbrochen werden.
Wir positionieren uns mit unserem Fahrzeug vor einem der Eingänge und geraten in eine skurrile Situation. Als einer der Dealer gerade einen Kunden abfertigen will, entdeckt er uns mit der Kamera im Auto. Genau in dem Moment, als er anscheinend Nachschub aus seinem versteckten Bunker holen wollte. Die beiden sind etwas irritiert, bleiben stehen, drehen der Kamera den Rücken zu und warten einfach nur ab. Nach einer Weile entscheiden sich Dealer und Kunde, so unauffällig wie möglich auseinanderzugehen. Doch man beobachtet uns vorsichtig aus einiger Entfernung. Für uns eine ideale Möglichkeit, das Versteck etwas genauer anzusehen. An einem Baum unter einem Laubhaufen werden wir schnell fündig. Diese Lager mit bloßem Auge aufzuspüren ist in der Regel kaum möglich. Die Polizei setzt hierzu manchmal sogar mehrmals in der Woche Spürhunde ein. Doch solche Einsätze sind kosten- und personalintensiv. Während fast ein Dutzend Beamte einen kleinen Bereich in den Büschen durchsuchen, läuft der Handel nur wenige Meter entfernt völlig ungestört weiter. Die Polizei kämpft hier gegen ein seit Jahren fest etabliertes Netzwerk und einem ständigen Zufluss neuer Drogendealer. Für die organisierte Kriminalität ist und bleibt der Görlitzer Park eine Goldgrube. Es ist nicht abzusehen, dass die geplante Legalisierung von Cannabis diesen kriminellen Schwarzmarkt wirklich austrocknet. Nach den derzeitigen Plänen darf die Abgabe in Deutschland nur an registrierte Mitglieder von Cannabis-Clubs erfolgen, nicht zum freien Verkauf, zum Beispiel an Berlins Partytouristen. Und genau die strömen jeden Tag zu Tausenden zum Görli nach Kreuzberg.